Die Bälle rollen wieder auf den Sportplätzen der Region. Seit einiger Zeit ist die Durchführung des Trainingsbetriebes wieder möglich. Bei den Vereinen ist die Freude groß. Viele Freundschafts- und Testspiele werden vereinbart, die Sommerpause teils direkt mit Training durchgezogen. Die Zeit ohne das runde Leder war lang. Vize-DFB-Präsident und Präsident des Nordostdeutschen und Sächsischen Fußballverbandes Hermann Winkler schätzt die zurückliegende Zeit schwierig für die Vereine ein. Das Jahr der Pandemie spürt man und viele fühlen sich auch nach wie vor alleingelassen durch die Politik. Wir haben gemerkt, wer unsere richtigen, wahren Freunde sind und wer nicht. Es wurde in Sonntagsreden immer viel über den Sport und über die Bedeutung des Sports fabuliert, aber wir fühlten uns schon durch viele Maßnahmen, die doch recht hektisch erlassen wurden und böse Auswirkungen hatten auf die Vereine, ziemlich alleingelassen. Insofern ist ein bisschen Frust da, aber natürlich auch Optimismus, weil wer soll es denn schaffen, aus der Pandemie gut rauszukommen, wenn nicht die Sportlerinnen und Sportler und die Vereine. Das sind gelebte Gemeinschaften, da hält man noch zusammen. Insofern trotzdem optimistisch nach vorn schauend. Einige Ligen sind bereits in die Saison gestartet und sammeln fleißig Punkte. Die Hoffnung ist groß, wieder Normalität in den Spielbetrieb zu bekommen. Das größte Ziel, was ich persönlich habe und was, denke ich, alle Vereine und Verbände haben, ist, dass wir die Saison zu Ende spielen. Dass wir so viele Spiele wie möglich durchführen können und nicht wieder diese Abbruchszenarien durchdeklinieren müssen mit Auf- und Absteiger. Um ein Beispiel zu nennen, der Regionalliga hatten wir Mannschaften, die haben nur 9 Spiele gehabt von 18 Spieltagen und mussten dann natürlich zum Meister oder zum Absteiger gekürt werden, wenn man das so sagen darf. Das war auch für uns Funktionäre schlimm, weil wir uns nicht damit identifizieren konnten. Insofern wollen wir alles versuchen durchzuspielen. Das Zweite ist natürlich versuchen mit Zuschauern zu spielen, weil wir wissen, da rede ich gar nicht mal über die Bundesliga, sondern ich rede über Landesliga, Oberliga, Regionalliga. Dort sind 100 und 300 Zuschauer ganz wichtig für die Stimmung, aber auch um die Bratwurst zu verkaufen, um das Bier loszuwerden, um Leben in der Bude zu haben und sind, wie gesagt, auch finanziell eine Säule für die Vereine. Und drittens ist, dass wir ganz einfach als Verbände und Vereine finanziell überleben und nicht zu große Mitgliederrückgänge haben. Das sind die Sorgen, die wir haben. Nicht nur bei den Spielern, gerade auch bei den Zuschauern ist die Freude groß, endlich wieder in den Stadien die Spiele miterleben zu können, wenn auch teils noch Zurückhaltung herrscht. Dieses Gemeinschaftsgefühl kann dennoch nun wieder gelebt werden. Die Sporttreibenden und Organisatoren sind neben den zahlreichen Ehrenamtlern dankbar, nun wieder von Angesicht zu Angesicht aktiv sein zu können. Der Vereinssport spielt eine wichtige Rolle in der Gesellschaft. Unheimlich wichtig. Wir haben gemerkt, die Leute brennen, sitzen zu Hause und organisieren zunächst den Nichtspielbetrieb und jetzt wieder den Spielbetrieb. Und freuen sich und haben sich gefreut, dass es wieder auf den Rasen geht. Und insofern sind sie motiviert. Und es ist aber auch wichtig für den Nachwuchs. Wenn ich ein Jahr lang den Kindern und Jugendlichen nichts anbieten kann, keine Vereinsarbeit, dann ist das sehr schwierig. Die merken inzwischen übrigens, es gibt auch andere Freizeitbeschäftigungen, als Sport zu treiben, ganz gefährlich. Und das, was wir Sportlerinnen und Sportler ein Jahr gesagt haben, dass wenn der Sport verboten wird durch politische Entscheidung, dass dann natürlich auch die Gesundheit darunter leidet. Da gibt es jetzt erste Studien, das Geld hätte man sich auch sparen können, dass nämlich die adiposen Kinder zunehmen und dass die Gesellschaft dicker wird. Also das hätte ich auch für ein paar hundert Euro als Verband gerne der Regierung gesagt, das Geld hätte man gut gebrauchen können. Aber es ist wirklich so. Insofern brauchen wir den Sport in der Gesellschaft, aber es ist eben wichtig, nicht nur darüber zu reden, sondern man muss uns auch lassen. Die Vereine sind vorbereitet und brennen darauf, ihre Leidenschaft nun wieder aktiv in ihren Mannschaften folgen zu können.